Hier präsentieren wir die 5 beste Mehltest. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Bio-Kokosmehl 500 Gramm Low-Carb-Mehl ballaststoffreich. Mervita Bio, Nummer 5. Aufgrund seines Mangels an Cholesterin und Gluten ist Kokosmehl eine bessere Wahl als Weizenmehl. Außerdem besteht der Großteil der Fettsäuren aus mittelkettigen Fettsäuren. Es wird schonend getrocknet, entölt und dann im Produktionsprozess zu feinem Mehl vermahlen. Dank seiner feinen Vermahlung eignet es sich gut zum Backen, insbesondere für kohlenhydratarme Rezepte. Obwohl Kokosmehl zum Backen verwendet werden kann, sollte man sich bewusst sein, dass es im Vergleich zu Weizen und anderen Getreidesorten einen stärkeren Eigengeschmack hat. Daher sollten Sie es nur verwenden, wenn Sie den Geschmack von Kokosnuss mögen. Nummer 4. Bauernhof Kartoffelmehl, 6er Pack. Die Rohstoffe für das Bauernhof-Kartoffelmehl sind aus biologischem Anbau, das heißt, sie sind frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen und frei von gentechnisch veränderten Organismen. Da Kartoffelmehl eine feine Stärke ohne erkennbaren Geschmack ist, eignet es sich gut für Backwaren, Desserts, kalte Speisen, Cremes, Suppen und Soßen sowie natürlich für die Zubereitung von Speisen wie Knödeln. Es ist eine gute Wahl für Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten, da es sowohl gluten- als auch laktosefrei ist. Es sollte betont werden, dass dieses Mehl aus Stärke gewonnen wird, auch wenn es in der Küche bedenkenlos verwendet werden kann. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Schöfer Sesammehl entölt 500 Gramm, Bio-Sesam-Proteinmehl ohne Zusatzstoffe. Das unter der Marke Bauernhof vertriebene Mehl zeichnet sich durch seine gesundheitsfördernden Eigenschaften aus. Gerste, der Vorläufer des Weizens, gilt aufgrund des Fehlens von Gentechnik, Konservierungsstoffen und weißem Zucker als weitaus gesünder als seine Nachkommen. Außerdem enthält sie mehr Nährstoffe. Außerdem enthält Vollkornmehl aufgrund seiner Herstellungsweise bereits mehr Nährstoffe als normaler Weizen. Außerdem wird für die Herstellung dieses Mehls das Demeter-Zeichen verwendet, das eine biodynamische Landwirtschaft voraussetzt. Die Umwelt profitiert von dieser Art der Bewirtschaftung mehr als von der Herstellung herkömmlicher Bioware, da die natürliche Fruchtbarkeit und Kraft der Pflanzen und Böden gefördert wird. Obwohl Dinkelvollkornmehl einen reicheren Eigengeschmack hat, ist es dennoch eine fantastische Back- und Kochzutat. Nummer 2. Antimo Caputo Tipo 00 The Chef's Flur Pizzamehl 10x 1 Kilogramm. Das Pizzamehl The Chef's Flur von Antimo Caputo ist als Weizenmehl Typ 00 klassifiziert und damit ein besonders feines Mehl zum Backen. Es eignet sich wegen seines feinen Geschmacks und seiner hervorragenden Backeigenschaften besonders für die Herstellung von Brot, Pasta und Pizza. Aufgrund dieser Eigenschaften und der Tatsache, dass es in Italien hergestellt wird, wird dieses Mehl als Grundlage für den idealen italienischen Pizzateig vermarktet. Antimo Caputo ist ein seriöses Unternehmen, das seit fast 100 Jahren tätig ist und 1924 gegründet wurde. Und die Nummer 1 unserer Liste. Weizenmehl Typ 405 25 Kilogramm Sackmehl regionale Herstellung im Schwabenländle. Das Standardmehl für den regelmäßigen Einsatz in der Küche ist das Weizenmehl Typ 550 der Stadtmühle Waldenbuch. Es ist das ultimative Allzweckmehl, denn es ist geschmacksneutral, sehr gut dehnbar und von feiner, weicher Konsistenz, was es für eine Reihe von Teigen wie Brot, Brötchen, Hefenteig, Blätterteig und Pizza ideal macht. Es hat nicht nur gute Backeigenschaften, sondern enthält auch mehr Nährstoffe als das gleichwertige Weizenmehl 405. Außerdem wird es aus lokal angebautem, rückverfolgbarem Getreide hergestellt. Dies fördert eine umweltfreundliche, nachhaltige Landwirtschaft. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.